Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Heute wollen wir euch unsere RC und AVC am E63S Facelift zeigen. Wir wurden öfter mal gefragt, ob man denn nicht bei den E63 oder bei den 4 Liter Biturbomotoren, die eine elektrische Hardpipe haben, nicht die mittlere Klappe mit bedienen kann mit unserem Modul. Und deswegen haben wir hier jetzt das ein bisschen überarbeitet, was wir euch hier beim Facelift zeigen. Das bringt zusätzlich, dass die H-Pipe ebenfalls angesteuert wird. Das heißt, unter Last im Original ist das so, dass die Abgasklappe halt immer geöffnet ist und unter Last sich halt langsam schließt. Und sobald man halt das Gaspedal loslässt, macht sie halt komplett wieder auf. Und beim Facelift ist es halt besonders stark ausgeprägt, sag ich mal, im negativen Sinne. Bei den älteren Modellen, das kennt ihr vielleicht, die ein C63 W205 Vorfacelift mal gehört haben, werden es wissen, wenn man den nämlich im Stand antickt, dann hört man immer die mittlere Klappe arbeiten. Das hat den Hintergrund, dass damals das noch aggressiver angesteuert wurde und die H-Pipe sozusagen bei jedem Gasstoß immer geschlossen hat und auch fast komplett geschlossen hat. Bei den neueren Modellen, jetzt wie zum Beispiel jetzt bei dem hier, wird die H-Pipe zwar auch angesteuert, aber halt erst unter mehr Last, das heißt, wenn man ein bisschen mehr Drehzahl hat und ein bisschen stärker beschleunigt, erst dann wird die H-Pipe angesteuert und fängt an zu schließen. Und wir haben das mit dem Modul sozusagen umgangen, dass wenn man halt dann diesen Aufbau des Lastbereichs hat, dass der halt komplett schließt, dass die Abgasstränge komplett einzeln rausschießen und natürlich auch deutlich schneller reagieren, als es das ab Werk tut. Und sobald man natürlich vom Gas geht, ist alles wieder wie ab Werk, dass er halt wieder seinen Urzustand erreicht und diese positiven Effekte der H-Pipe halt wieder erlangt. Das bringt im Vergleich zu nur Endschalldämpferklappen nochmal einen Hauch Finesse an Bassigkeit. Ich finde, ohne direkten Vergleich wird man das nicht raushören können. Also wenn wir jetzt zwei absolut identisch klingende E63 hätten, und dann ein Modul reinmachen, der nur die Endschalldämpfer ansteuert und eins, der die Hardpipe ansteuert und man hätte sie im direkten Vergleich, dann würde man es raushören können. Sonst ist es wirklich sehr schwierig, das rauszuhören. Wir haben es jetzt einfach hier jetzt mal mit euch zeigen wollen, dass hier das mit angesteuert ist und generell auch den Facelift mal zeigen wollen, weil wir haben bisher immer nur Videos gehabt vom Vorfacelift und wir haben oft beim Facelift halt die Anfragen gehabt, wie klingt das Ganze denn beim Facelift. Auch hier mit OPF weiterhin, das Auto ist auch relativ neu, da ist 2000 Kilometer auf der Uhr, das heißt, Last darf er schon sehen, aber der Cut und die OPF sind halt noch nicht so krass eingebrannt, dadurch hat er an potenziellen Sound noch ein bisschen was nach oben, aber wir wollten euch das trotzdem schon mal zeigen. Beim Facelift haben wir generell die Steuerung anders, als wie ihr es von den Vorfacelift-Modellen kennt. Beim Vorfacelift benutzen wir ja die Auspufftaste, beim Facelift haben wir davon abgesehen, das hat den Hintergrund, dass beim Facelift noch mehr Wert drauf gelegt wurde, dass der simulierte Sound ist, was halt ja eigentlich in einem AMG, finde ich, nicht so viel verloren hat, aber das Fahrzeug ist nun mal so konzipiert, dass die Auspuffklappentaste halt wirklich eher passiver Natur den Innensound extrem stark steuert und das Auto auch innen drinne extrem laut ist, was aber nur simuliert ist. Draußen passiert nicht krass so viel wie drinne. Wir können jetzt einfach mal stumpf die Drehzahl mal ein bisschen höher, so 2500. Und wenn wir jetzt auf dem Gaspedal bleiben und dann die Taste drücken, dann hört man von vorne, wie der Lautsprecher zuschaltet. Und das ist wirklich immens laut. Und ich persönlich finde auf der Autobahn auch höllisch nervig. Und wir haben jetzt hier bei dem Facelift das Modul ein bisschen anders von der Programmierung, dass wir das sozusagen unabhängig von der Klappentaste steuern können. Dadurch hat man halt den Vorteil, dass man das draußen auf laut stellen kann und dennoch drinnen die Auspufftaste benutzen kann, um es drinnen lauter und leiser zu stellen. Das heißt, wenn man Bock drauf hat, auf diesen simulierten Sound, wenn man ihn irgendwie lieb gewonnen hat oder ihn gerne mag oder irgendwie will, dass er von drinnen gerade bullig klingt, weil man vielleicht Zuschauer hat, sage ich mal, die drinnen sitzen, dann kann man halt über die Auspufftaste weiterhin die Klappen, den Innensound laut und leise stellen, aber unheimlich davon über den ESP-Doppelklick halt draußen die Klangkulisse steuern. Das heißt, wenn wir jetzt das ESP halt drücken, dann schalten wir jetzt halt automatisch draußen leiser geworden. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den Originalsound von draußen. Er ist jetzt im unteren Drehzahlbereich wieder leiser. Wenn wir jetzt die ESP-Taste wieder zweimal drücken, dann haben wir das draußen wieder lauter. Man merkt, dass er wieder dieses Bassige bekommt.
Facelift sind die Abgasklappen im Vergleich zum Vorfacelift, aber mit OPF, noch stringenter geworden. Die sind noch weiter geschlossen, noch öffnen noch später. Haben aber vom Gesangklangbild keinen Unterschied mehr. Also der Vorfacelift mit OPF klingt genau wie der Facelift mit OPF. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass durch die Abgasklappen eher noch später halt öffnet und dadurch halt leiser ist. Das kriegen wir mit dem Klappenmodul halt komplett wieder zurück. Ändert aber nichts daran, dass er trotzdem durch die OPFs halt insgesamt leiser geworden ist. Wir können jetzt wahlweise halt, jetzt haben wir ihn draußen laut, drinnen angenehm. Er macht trotzdem im oberen Drehzahlbereich das Synthetische wieder ein bisschen präsenter. Können aber wahlweise über die Auspufftaste halt das drinnen immer noch lauter machen. Und wir halt drinnen dieses Ganze simulieren. Man hört, das Krasse ist halt, wenn man es einmal gehört, dann hört man es immer wieder. Hörst du es auch von vorne? Ja, aber stört mich nicht. Echt? Ja, aber es stört dich vielleicht weniger, wenn du jetzt weißt, dass er durchs Modul draußen lauter ist. Weil stell dir mal vor, du hast das auf Serienniveau, dann hast du ihn drinnen laut, der ist hier, aber draußen ist leise. Das schockt nicht. Also jetzt haben wir wenigstens den Vorteil, dass wir ihn draußen maximal laut machen können, wie es ist, ohne irgendwie Cuts, OPFs oder Auspuffanlage anfassen zu müssen. Aber halt immer noch den charmanten Vorteil, dass wir es drinnen immer noch laut leise steuern können. So, jetzt mache ich so. Jetzt ist er ganz leicht, hat er noch was, aber man hört jetzt eher mehr von hinten den Klang. Was halt natürlich ein bisschen nachteilhaft ist, wenn wir jetzt in den Sport Plus Modus wechseln. Die Abgasklappen sind ja jetzt durch unser Modul hier so ohnehin geöffnet. Wenn wir jetzt aber sagen, ja, wir wollen diesen synthetischen Sound nicht hören, machen die Abgasklappen auf geschlossen, damit wir halt die Pop und Banks haben, die es nur in Sport Plus und Race gibt, dann fallen wir jetzt auf die Schnauze, weil das Auto ist schon so intelligent programmiert, dass er erwartet, dass die Abgasklappen offen sein müssen, und für das Auto ist es ja nur sichergestellt, wenn die Taste leuchtet. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen Sport Plus mit Knallen fahren, ohne synthetischen Sound, dann ist das nicht möglich hier beim Fahrzeug, sondern die Taste muss automatisch leuchten, damit der Misfires macht. Das zum Beispiel finde ich richtig eklig. Hörst du das? Dieses blub, blub, blub. Mhm. Das simuliert das Runterschalten. Das macht er aber über die Lautsprecher, das ist kein echtes Runterschalten. Ja, das kann Active Sound besser, ne? Ja. Es ist einfach, es ist ja an sich cool, ne? Also es ist nicht schlecht gemacht. Es ist einfach nur hier fehl am Platz, finde ich. Also es gehört nicht in einen 63er AMG, es gehört nicht in einen 4-Liter Biturbo. Ich bin dir auch ehrlich, wenn du mir nicht sagen würdest, dass das alles Fake-Sound ist, würde es mir nicht mal auffallen. Ich würde sagen, der AMG hat guten Sound. Hat er, ne? Aber nur solange du drin sitzt. Sobald du aussteigst, denkst du, okay. Ja, sobald du aussteigst, wenn du entspannt fährst, merkst du nichts von dem, was hier gerade drin abgeht. Nee. Wo ich ja meinte, das Ding ist irgendwie immer noch entspannt leise, ne? Ja. Aber als du Gas gegeben hast, dann war vorbei. Das ist echt krass, ne? Also von draußen hörst du nicht mal ansatzweise, was hier drinnen mit dem Fake-Sound passiert. Dieses ganze Geploppe und... Aber weißt du, was viel schlimmer ist? Hier finde ich es noch okay. Beim GLS 63, da hast du sogar beim Starten den simulierten Sound in. Dann macht er innen drin auch so... Wow, ja, ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Sachen, das gehört ja nicht hin. Okay, also wir haben bei dem Fahrzeug die Active Valve Control nachgerüstet, damit die Abgasklappen komplett öffnen und wir in diesem Fall auch die H-Pipe mit ansteuern. Dadurch wird der im unteren Drehzahlbereich oder insgesamt nochmal einen Ticken bassiger. Und wir haben ebenfalls unsere Active Suspension Control nachgerüstet, damit wir das Fahrzeug über die HEP noch ein bisschen tiefer machen können. Und der Kunde hat es jetzt so, dass er im Short Plus maximal, also nicht maximal, aber so halt, dass es gut aussieht, tief fährt. Im Komfort ein bisschen tiefer, weil das Fahrzeug startet ja immer wieder im Komfortmodus, und im Sport ebenfalls ein bisschen tiefer gelegt fährt. Und über die App kann er wahlweise halt noch den Showmodus einschalten, das heißt, das Fahrzeug komplett entlüften, falls er ihn mal irgendwo, wenn er länger parken möchte, komplett runterlässt. Das Ganze kann er über die App machen und halt natürlich die Profilverstellung, ohne dass er jedes Mal das Handy immer wieder rausholen muss. Das hat einen spannenden Vorteil, dass es halt wie ab Werk ist, nur dass das Fahrzeug halt die Werte anfährt, die man halt gerne haben möchte. Und die Abgasklappentaste macht halt nach wie vor den In-Sound laut und leise, was halt den schönen Vorteil bringt, wie ich es euch gesagt habe, dass man das vorne, das Innen und Außen separat jetzt regulieren kann. So, das war's auch schon vom Mercedes-Benz E63S Facelift Limousine. Mich würde interessieren, wie findet ihr hier den Unterschied? Also ich finde, beim Anfahren hört man schon deutlich einen Unterschied, dass er mit dem Modul die Klappe halt, die Klappen, dadurch, dass er sie offen hält, bassiger anfährt und generell im unteren Drehzahlbereich natürlich bassiger klingt.
Und, das habe ich euch gar nicht erwähnt im Video, das Lenkrad. Es ist ab Werk ein Carbon-Lenkrad bei dem neuen Modell. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Ich wusste auch noch gar nicht, dass man das bestellen kann. Das Auto ist halt wirklich neu. Wahrscheinlich ist es erst seit neulich bestellbar. Ist schon ziemlich geil. Alcantara links, rechts, 12 Uhr Markierung, schwarz Leder oder Nappa und halt als Carbon. Ja, hinterlasst uns gerne in den Kommentaren, wie findet ihr das Lenkrad hier bei dem Modell? Ich finde es mega Porno. Ja, freue mich auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal.